Gut, euch normalerweise fällt es mir eigentlich gar nicht so schwer oder in der Vergangenheit so schwer, meine Programmvorschauen, meine Trailer anzukündigen. Das ist natürlich jetzt hier auch wieder so ein bisschen zugegeben grenzwertig, wo ich denke, dass dann auch der eine damit überhaupt nichts anzufangen weiß, der andere sich gut verstanden fühlt. Weil ja jeder individuell ist und jeder die Sachen natürlich auch aus seinen Blickwinkeln, seinen Erfahrungen anders sieht. Ja, heilfroh bin ich auch, dass ich jetzt eben so mehr oder weniger mein Programm hier fahre. Ob das jetzt ein gutes Programm ist, ein schlechtes, keine Ahnung. Wo ich dann aber jetzt nicht so auf die Alternativen und auch kaum noch auf die Mainstream-Sachen eingehe, wo ich denke, es gibt dann wirklich andere Themen. Und wie ich schon tausendmal gesagt habe, es wiederholt sich ja dann trotzdem irgendwo alles. Ja, schwierig. Schwierig. Es geht jetzt aber auch nicht darum, euch das schmackhaft zu machen oder sonst wie. Ist ja dann auch wieder bei mir das ein oder andere geschehen oder sonst was. Aber das glaube ich wirklich. Wer Angst vor seinem eigenen Tod hat, hat noch viel mehr Angst vor seinem eigenen Leben. Dazu stehe ich auch wirklich komplett. Dazu ist auch wirklich zu viel passiert. Dazu habe ich mich auch mit vielen Menschen, na, vielen Menschen klingt jetzt wieder so exorbitant mit ein paar Menschen ausgetauscht. Auch mit meiner Tochter. Hervorragendes Gespräch. Riesenspaß, Riesenfreude, Riesenempathie. Dankeschön, meine liebe Tochter. Und wer sich jetzt immer noch angesprochen fühlt, kann das gerne schauen bei BitChute, bei VK, bei Odyssey, getrailert, viermal Rumble. Und die drei YouTube-Trailer-Kanäle. Aber es ist jetzt nur eine Einladung, muss keiner befolgen. Wenn es nicht geschaut wird, wird es halt nicht geschaut. Für mich waren es aber trotzdem noch ein paar Erkenntnisse. Von daher passt es doch auf jeden Fall auch.